Hier, das zeigt halt im Endeffekt, wenn man sich halt, sag ich mal, einen Bunker oder was, irgendwas zurecht macht, also wenn man was vorbereitet, dass man halt, sag ich mal, dann einigermaßen dicke Baumstämme aussucht. Weil, wie man ja gesehen hat, das große Maschinengewehr hier, der ist ja auch einigermaßen dick. Und das schlägt also schon durch, also von daher, dass man also gut vorbereitet oder was. Ich bin jetzt kein Waffenfreak, ich bin jetzt keiner, der da Waffen sammelt oder so. Oder im Schützenverein war oder irgend so ein Scheiß. Also, das ist auch nichts für mich. Im Zivilen würde das nicht weiter interessieren. Aber normal bin ich friedfertig. 1999 war ich in Jugoslawien und mit diesem ganzen UNO- und NATO-Schmarren da. Im Endeffekt müssen die anderen erstmal schießen, dass wir zurückschießen dürfen. Und von daher bin ich also lieber hier, weil dort da musst du erstmal eine Kugel einfangen, dass du dann überhaupt mal was machen darfst. Und von daher ist es eigentlich lächerlich, das ganze Zeug da. Und da bin ich also lieber hier und da habe ich im Endeffekt meine Ruhe von dem ganzen Käse dort. Ruhe hat Mafia-Jäger Ignazio in Italien keine. Er braucht stets Leibwächter. Sie sind seine wichtigsten Männer. Also Jungs, ich gehe jetzt hinein. Bald kommt der Staatsanwalt. Wir fangen jetzt schon mal an, die Gegend zu untersuchen. Ciao, Peppe. Ciao, alles klar, lasst uns anfangen. Enzo, Christian, ihr geht hinaus und checkt das Auto. Okay. Immer wieder werden die Fahrzeuge der Polizei in die Luft gesprengt. Lass uns anfangen. Ich will nicht, dass nach 6 Jahren mit dem Staatsanwalt De Francisci... Genau, das würde uns heute noch fehlen, dass jemand sich im Treppenhaus versteckt. Oder dass in einer Ecke ein Bombenpaket liegt. Los, Giuseppe. Es könnte ein Verrückter hier sein. Wir sind schließlich in Palermo. Wir sind in der Schusslinie. Wir wissen, dass wir unsere Leben riskieren. So wie der Staatsanwalt und alle Personen, die von der Mafia zum Tode verurteilt worden sind. Wir sind automatisch mitverurteilt. Staatsanwalt Ignazio Francisci ist ein einsamer Mann. Er darf nicht einmal in einem Restaurant essen. Es gibt Momente im Leben, in denen fällt es mir schwer, dieses persönliche Opfer zu bringen. Besonders im Sommer, wenn die Sonne erst um 8, 8:30 untergeht, dann ist es nicht leicht, nicht an den Strand gehen zu können oder mit dem Fahrrad zu fahren. Ich und alle meine Kollegen, die mit mir arbeiten und unter ähnlichen Problemen und Einschränkungen leiden, wir tragen das Ganze mit Ironie und Geduld. Am meisten leidet seine Ehefrau. Ich fühle mich schuldig, weil meine Frau Germana in Palermo alleine leben muss und ich hier in Agrigento. Aber was soll ich tun? Ich habe diese Aufgabe übernommen. Als der junge Anwalt vor über 20 Jahren die hübsche Sekretärin heiratete, war nicht zu ahnen, dass er einmal einen der härtesten Jobs der Welt übernehmen würde. Über die Angst, die ich um ihn habe, rede ich nie. Nicht mal mit mir selbst. Ich habe zugemacht. In meinem Kopf einen Schalter umgelegt, damit die Angst mich nicht kontrolliert. Ich mache mir vor, dass nichts passieren kann, denn sonst könnte ich niemals so weitermachen. Mein Mann Ignazio hat eine sehr schwere Arbeit, aber er macht sie mit großer Leidenschaft. Seine Leibwächter untersuchen den Wagen. Heute will der Staatsanwalt zu seiner Frau nach Hause fahren. Ich fühle mich verantwortlich für die Unannehmlichkeiten und für die Risiken, die meine Bodyguards meinetwegen auf sich nehmen müssen. Alles in Ordnung. Die Fahrt mit der Eskorte ist eine ziemliche Belastung. Wir fahren nicht so häufig zwischen Agrigento und Palermo hin und her, um unnötiges Risiko zu vermeiden. Aber jetzt freue ich mich auf das Treffen mit meiner Familie. Auf die Zuneigung und Wärme. Wir fahren jetzt los und holen den Staatsanwalt ab. Alles klar, hab verstanden. Einem Attentat mit hochentwickelten Militärwaffen, zum Beispiel einer Panzerabwehrrakete oder mit Technik, die wir sonst nur aus Filmen kennen. So einem Attentat können wir nicht entgehen. Ignazio weiß, es kann jeden Tag passieren. Seine Ängste sind auch unsere Ängste. Und dabei ist der Job auch noch schlecht bezahlt. Ich habe den Eindruck, dass die Mafia-Bosse in den letzten Jahren wieder viel brutaler geworden sind. Mhm.
Nur noch wenige Minuten, dann ist Mafia-Jäger Ignacio endlich daheim bei seiner Familie. Aber auch jetzt, auf diesen letzten Metern, lauert die Gefahr. Wir sind immer auf Messers Schneide und sind 24 Stunden lang in Bereitschaft. Während seine Ehefrau in scheinbarer Ruhe und Gelassenheit das erste gemeinsame Abendessen seit Wochen vorbereitet, nähert sich für Ignacio einer der gefährlichsten Momente. Alles muss gleich ganz schnell gehen. Auf der Straße ist er eine Zielscheibe. Seine Bodyguards müssen den Mafia-Jäger so schnell es geht ins sichere Haus schaffen. Hinter jedem Rollo könnte ein Scharfschütze auf den Staatsanwalt anlegen. In jedem Auto könnte ein Mörder sitzen. Ich schätze an meiner Frau, dass sie nicht böse ist, weil ich nie zu Hause bin. Sie empfängt mich immer, ohne mir Vorwürfe zu machen. Alle Unannehmlichkeiten gleicht sie aus. Wie geht's? Naja, geht schon. Hör mal, die Tochter hat heute ihr Schulzeugnis bekommen. Ah, das Zeugnis. Wie sind die Noten? Sehr gut. Außer in Mathe. Und was hat sie in Mathe? Sie hat nur 1 in Italienisch. Ja, aber in Mathe? In Mathe hat sie eine 4-. Also diese 4- finde ich nicht so gut. Woher genau kennst du dieses Rezept? Weil am Ende eines jeden Verhörs frage ich die Mafiosi immer, was sie denn essen. Ein Mafioso ist schließlich kein Außerirdischer in der Küche. Er ist ebenfalls Sizilianer und isst, was wir auch essen. Ich liebe es, mit meinem Mann zu kochen. Es ist eine schöne Art und Weise, zusammen Zeit zu verbringen. Wir verbringen den ganzen Sonntag in der Küche. Mein Beruf hat zur Folge, dass meine Frau so gut wie alleine lebt. Nur mit unserer 16-jährigen Tochter. Die Ältere studiert auswärts. Ich möchte in der Zukunft wieder mit meiner Familie zusammenleben. Denn es ist sehr schmerzhaft für mich, dass meine Töchter aufgewachsen sind und ich nie Zeit für sie hatte. Vor allem, als sie noch klein waren. Nur 20 Stunden. Dann endet das Wochenende mit der Familie schon wieder. Und der Mafia-Jäger muss nach Palermo. Muss wieder zurück zu einem der härtesten Jobs der Welt. Die Abschiede sind kurz und traurig. Seine Frau fürchtet jedes Mal, ihn nie wiederzusehen. Ich wünsche mir, einmal in einem Palermo leben zu können, ohne Trauer, ohne Blutbäder und ohne diese ganzen Tragödien, die unser Leben bestimmen. Doch bis dahin werden noch viele Menschen durch die Mafia sterben müssen. Und dagegen kämpft Ignacio. Kämpfen müssen auch die fremden Legionäre im Dschungel. Sie sind im schweren Hindernisparcours, die Männer nennen es die Hölle auf Erden. Der Parcours ist 1 Kilometer lang und windet sich kreuz und quer durch den Dschungel. Eine Mischung aus Kraft- und Geschicklichkeitsübungen, die den Männern das Letzte abverlangt. Zuerst nehmen die Ausbilder der fremden Legion den Soldaten die Scheu vor Dreck, Wasser und Höhe. Hier wird keine Rücksicht genommen. Dieser Soldat ist nicht Schwimmer und überwindet seine Angst nur mühsam. Verletzungen bleiben bei dieser Schinderei nicht aus. Erste Verarztung noch vor Ort. Nach dem ersten Kennenlernen der Piste, der Einzelwettkampf gegen die Uhr. Wer die Übungen nicht richtig oder zu langsam ausführt, wird von den Ausbildern an den Start zurückgeschickt, muss nochmal durch den ganzen Parcours. Gestandene Soldaten aus Eliteeinheiten, hier werden sie geschunden bis an die Grenze ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit.
Mit letzter Kraft schleppen sich die Männer ins Ziel.